Willkommen zu Kampfstocktechnik Teil 8 und dieser Trick wird heute beigebracht. So, willkommen wieder zu einem neuen Teil und dieses Mal zeige ich euch einen spektakulären Trick. Wir benutzten ja vorher einen Trainingsstab aus Kunststoff und aus diesem weichen Polster. Hier habe ich das alles so ein bisschen nur eingeklebt mit so einem Klebeband, damit es ein bisschen spektakulärer aussieht. Aber das ist der Stock, den ich sonst immer benutzt habe. Der ist auch ein bisschen dicker, aber nicht so stabil, um damit einen spektakulären Trick zu machen. Dafür brauchen wir schon so einen Holzstock hier. Das ist Roteiche, ein sehr stabiler Stock. Wenn ihr auch so einen haben wollt, verlinke ich euch den in der Videobeschreibung. Und genau darum geht es heute. Einen Ratschlag mit einem Stock machen. So, Ratschlag mit einer Hand. Wer das noch nicht kann, der kann hier in diesem Video mal reinschauen. Ich verlinke es aber auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Gut. Ratschlag mit einer Hand, wer das trainiert hat, kann natürlich dann jetzt mit dem Stock weitermachen. Das heißt, wir halten den Stock mit der einen Hand mittig fest und mit der anderen Hand machen wir den Ratschlag. Anfangs können wir erstmal so machen. Hier aufsetzen und zack. Mehr erstmal nicht. Je langsamer ihr das macht und Schritt für Schritt vorangeht, desto eher funktioniert er irgendwann. Das heißt, erstmal ganz langsam hier runtergehen, zack. Und auf dieser Position holt ihr Schwung mit dem hinteren Bein und geht erstmal hier hoch. Hopp. So. Mehr nicht. Einfach nur hier hochgehen und euch festhalten. Wenn ihr das drauf habt, dann könnt ihr das alles in einer flüssigen Bewegung machen. Das heißt, ihr geht hier runter in die Knie, zack, und hier automatisch hoch. Mehr erstmal nicht. Ich zeig's nochmal von der Seite. Wir haben hier den Stock und wir gehen jetzt so ganz langsam in den Ratschlag rüber. Zack. Und gehen dann hier hoch. Der Blick ist immer in diese Richtung, wo der Stock ist, weil die Wirbelsäule in dieser Position bleiben muss. Wenn wir die Wirbelsäule nach vorne gerichtet haben, dann kann es natürlich sein, dass wir hier hochkommen und beim Rückwärtsgang wieder hier mit dem Bein oder mit der Hüfte drauf landen. Deswegen ist es immer wichtig, Wirbelsäule immer gerade in eine Richtung zeigen lassen. Und wenn wir zu Angst haben, dann biegen wir den Stock in diese Richtung nach vorne und dann kommen wir hier auch im Notfall rum. Ihr seid ja hier. Und dann geht er ja hier runter, zack, und der Stock landet auch hier. Achtet darauf, Rücken, Gesicht, alles in eine Richtung zeigen lassen. Alles da in die Richtung. Und dann geht ihr runter und macht erstmal, zack, den Stock wegwerfen. Ganz wichtig, erstmal den Stock wegwerfen. Zack, hier runter gehen und erstmal in die Richtung biegen. Aber ihn trotzdem festhalten, im Notfall wieder wegschmeißen. Nochmal von vorne. Hier ganz gemütlich runtergehen, nach vorne schauen und dann, zack, kann auch nichts passieren. Weil jetzt haben wir vor, dass wir den Stock komplett in der Hand behalten. Ne, wir sind ja hier so runter, zack. Und jetzt wollen wir halt mit dem Stock komplett hier so runtergehen und einen Ratschlag machen. Dafür brauchen wir jetzt einen neuen Stock. Der hier ist halt nur für Trainingszwecke, der ist ja hier aus diesem Kunststoff, womit man halt perfekt üben kann. Aber jetzt brauchen wir einen Stock aus Holz. So, hier habe ich jetzt einen Stock aus Roteiche. Diesen Trick solltet ihr wirklich nur lernen, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr einen Ratschlag mit einer Hand und einem Stock machen könnt. Jetzt würde ich euch gerne sagen, wir können ja ganz langsam anfangen. Das Problem ist allerdings, wenn wir hier langsam anfangen, das heißt, hier schon in der Luft sind, dann können wir den Stock nicht einfach wegschmeißen, weil wir hängen ja dran. Wenn ihr euch unsicher seid, hier gleich loszustarten, dann achtet darauf, dass ihr den Stock von euch wegdrückt oben. Das heißt, ihr startet hier, zack, und drückt den Stock so ein bisschen in diese Richtung, sodass ihr hier mit dem Bein rumkommt. Ihr dürft auf jeden Fall nicht einknicken dabei, also in der Hüfte. Ihr dürft nicht einknicken, sonst reißt ihr den Stock mit dem Bein mit. Beim ersten Mal habe ich auch immer so ein bisschen Schiss. Wir haben uns da so ein bisschen aufgewärmt. Wir können natürlich jetzt die ganze Zeit immer so machen. Und irgendwann können wir einmal rumkommen. Aber im ersten Moment können wir vielleicht noch den Stock loslassen.
Also wenn ihr diesen Trick trainiert oder allgemein diese ganzen Kampfstocktechniken, dann empfehle ich euch, so eine Trainingshandschuhe hier zu kaufen. Die haben so ein Gummi innen drin und damit rutscht ihr auch von dem Stock nicht ab. In einigen Videos habt ihr bereits gemerkt, dass ich den Stock immer wieder verloren habe, weil er mir von der Handfläche weggerutscht ist. Mit diesen Gummihandschuhen ist das so gut wie fast unmöglich, weil ich hier immer perfekten Grip habe. Genau, ihr könnt euren Stock auch mit Klebebändern bekleben, blau, grün oder wie auch immer. Er muss ja nicht so langweilig braun aussehen. Von daher ein roter Stock mit gelben Enden. Ja, ich trainiere noch ein bisschen und ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg beim Lernen.